Heute stellen wir dir das Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum vor und es ist sogar so neu, das gibt es noch nicht mal auf der offiziellen Seite von Jean Paul Gaultier. Zumindest haben wir es nicht gefunden. Nee. Und wir schauen direkt rein in unser Paket. Es ist ein Geburtstagsgeschenk. Ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Wir haben das bei Sabina bestellt. Ja. Vielleicht kennt das jemand, die Firma. Du hattest gesagt, die sind nicht so... Also ich hatte gesehen, es ist jetzt nicht so mega wohl gut bewertet, aber ja. Ich war bisher zufrieden, muss okay, ich sagen. Okay, hat zwar ein bisschen länger gedauert, weil es aus dem Ausland kam. Ja, aus aber Spanien. Aus Spanien kam das jetzt hier, aber es ist voll in Ordnung. Dafür war es echt schnell da. Gut, ja. So sieht das nämlich aus von innen. Es ist doch auch schick eingepackt. Ja, finde ich schon. Oh hier, Rabatte. So, Rechnung. Wir gucken direkt zusammen rein. Ja, ist doch ganz niedlich. Da ist echt mein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Ja. Da muss man ja ein bisschen genießen. Oh. Ach. Wir haben zum einen eine Probe vom Acqua di Gio. Und, was haben wir noch? Was ist das? Irgendeine Creme. Ja. Was haben wir noch? Noch eine Creme. Noch eine Creme. Und da ja, haben wir da das, ist das Schätzchen. Schätzelein. Das niegelnagelneue Le Beau wow. Le Parfum. Ich bin ultras gespannt. Ja. Wir haben ja auch das andere da, ja. Das normale Le Beau. Und wisst ihr, was Le Beau heißt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das sind jetzt 75 Milliliter. Ja. Ja, super. Die habe ich alle in der Größe. Ja, dann passt das. Wollen da keinen Ausweise haben? Nein. So, und hier haben wir das. Optisch. Baby. Optisch sieht es genauso aus wie ja, die fast. Andere Flasche. Bisschen dunkler, halt ne? Dunkler, ja. Mhm. Genau. So, ich bin ultra ich gespannt. Auch. Ich hatte jetzt den Le Beau Eau de Toilette die letzten Wochen getragen. Sehr, sehr oft, auch auf der Arbeit. Ja, der ist sehr süß. Sehr süß. Gerade ein bisschen kommen lassen. Mhm. In der Zeit kann ich euch mal die Duftnoten rauslesen. Die habe ich nämlich mal vorlesen. Die habe ich nämlich mal rausgesucht. Und zwar haben wir da Ananas, Ingwer, Kokosnuss, Zypresse, Iris, Ambra, Patchouli, Tonkabohne und Sandelholz. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall sehr sehr angenehm zu riechen. Voll fruchtig. Hat auf jeden Fall mehr Duftnoten wie der normale Le Beau. In dem normalen Le Beau sind ja nur drei Noten drin. In der Kopfnote hatten wir da Bergamott. In der Herznote ist da Kokospalmschale oder Kokospalmholz drin. Ja. Und in der Basisnote ist da Tonkabohne. Mhm. Und da sind ja auch einige Sachen hier mit drin. Ja. Da geht aber nochmal in eine andere Richtung. Man riecht leicht die Ananas raus, finde ich. Mhm. Du hast ja auch ein paar Parfüms mit Ananas. Da riecht man das ja auch. Dieses Angel Eis da. Stimmt, ja. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Es ist ja sehr fruchtig, finde ich. Fruchtig, ne? Ja. Sehr fruchtig. Es ist schon, findest du, da wenn geht ich jetzt so ein, mit dem anderen Vergleich. Findest du, da geht so ein bisschen in die Richtung von dem... Wie heißt er noch? Also der normale Le Beau, der riecht etwas weniger süß, würde ich behaupten. Geht das? Oh ja. Ja. Eine geht neue? Das so ein bisschen in die Ultramel-Richtung? Nee, die Ultramel ist nochmal noch viel, viel süßer. Ja. Und da hast du ja die Birnennote drin, ja, die ja sehr gut rauskommt. Und der ist... Der ist ja, ich sprühe den mir nochmal auf. Da bin ich mal auch sehr gespannt auf die Haltbarkeit, weil der normale Le Beau, der hält zwar recht lang, auch wenn man mehr sprüht, klar. Da würde ich mir aber ab und zu mal wünschen, dass der einen Ticken länger hält, gerade wenn man halt 10 Stunden unterwegs ist. Ja. Auf der Arbeit. Also für mich kommt jetzt als erste Note die Ananas so schon sehr zum Vorschein. Was sagst du? Findest du auch? Ja, finde ich auch. Bin ich voll auf deiner Seite. Also dieses wirklich... Kokosnuss riecht man wieder leicht raus. Es ist, ich finde, vom ersten Eindruck her ein sehr sommerlicher Duft, würde ich sagen. Ja. Der kommt bestimmt richtig gut bei warmen Temperaturen, definitiv. Oh ja, da freue ich mich schon richtig drauf. meine Gehirnzellen sind gerade so... Weißt du? Kennst du den neuen Jean Paul Gaultier Le Parfum?
Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wenn du noch mehr Unboxings sehen willst, dann schau unbedingt mal in dieses Video rein. Da haben wir unter anderem auch den Le Beau ausgepackt. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüssi.